Hallo, herzlich willkommen bei Mrs. Fleury. Es ist bei uns Sonntagmorgen und ich zeige euch heute, wie wir unser Lieblingsfrühstück zubereiten. Es gibt Schokoladenporridge und meine Dinkelkrebs aus dem Kochbuch. So starten wir am liebsten ins Wochenende. Ich zeige euch jetzt, wie das geht. Ich nehme für meinen Porridge Haferflocken, verwendet hier feine Haferflocken. Das sorgt für eine tolle Konsistenz. Dazu gebe ich immer gemahlene Leinsamen, alternativ könnt ihr auch Chiasamen nehmen, das gebe ich dazu. Dann gebe ich zu meinem Porridge immer ein bisschen Proteinpulver und ich achte auf eine regelmäßige Proteinzufuhr bei jeder Mahlzeit und verwende gerne natürliche pflanzliche Proteinquellen. So auch dieses Proteinpulver, das ist nichts Künstliches, wie auch Mehle ist es einfach aus gemahlenen Kernen und Samen. Und der Vorteil von proteinreichen Mahlzeiten ist außerdem, dass ihr länger satt seid. Darum gebe ich immer gerne 1 bis 2 Esslöffel Proteinpulver zu meinem Schokoporridge und für den Schokoporridge verwende ich eine Kakaosorte. Für einen extra schokoladigen Porridge gebe ich neben dem Schokoproteinpulver noch einen Esslöffel Kakao dazu, sowie pflanzliche Milch. Ihr könnt hier auch gut eine Schokoladenmilch nehmen. Ich zeige euch jetzt die Variante mit normaler Milch, da nicht jeder Schokoladenmilch zu Hause hat. Aber wenn ihr es mit normaler Milch zubereitet, verwende ich immer noch ein bisschen Süßungsmittel. Das ist Ahornsirup bei mir. Wie beim Risotto, gut rühren. Und weil heute Sonntag ist, gibt es noch als besonderes Goodie ein bisschen dunkle Schokolade dazu. Die gebe ich einfach in den warmen Porridge. Die schmilzt so. Ihr könnt es auch als Dekoration nehmen, aber das ist unser Sonntagsporridge, so lieben wir ihn. Das Rezept für die Chia-Marmelade findet ihr auch in meinem Kochbuch unter den Frühstücksbasics. Ihr könnt es mit verschiedenen Früchten zubereiten. Ich habe jetzt im Frühjahr viele Erdbeeren verwendet, aber sehr gerne haben wir es mit Himbeeren. Für die Chia-Marmelade gebe ich die gefrorenen Himbeeren in meinen Kochtopf. Dann gebe ich Ahornsirup dazu und erhitze sie. Ihr könnt sie dann ein bisschen mit dem Kochlöffel zerdrücken und für ca. 5 Minuten erwärmen, bis Flüssigkeit aus den Früchten austritt und sie weicher werden. Ihr könnt auch noch einen Spritzer Zitronensaft dazugeben, um das Ganze zu verfeinern. Und dann kommen die Chiasamen dazu. Je nach Flüssigkeit benötigt ihr ca. 4 bis 5 Esslöffel. Unterrühren. Ganz kurz mitkochen und dann die Marmelade quellen lassen. Sie schmeckt uns frisch am besten, aber ihr könnt sie auch in Gläser abfüllen. Für die Dinkelkrebs mische ich Dinkelmehl mit etwas Salz. Dazu gebe ich Sprudelwasser, pflanzliche Milch, Ahornsirup und etwas Öl. Alles gut zu einem geschmeidigen Teig verrühren. Ein kleiner Tipp, ihr könnt das Ganze auch im Mixer zubereiten, alle Zutaten in euren Standmixer geben und so habt ihr einen super klümpchenfreien Crepe-Teig. Dann erhitze ich wenig Öl in meiner Pfanne, gebe eine Kelle Teig hinein, verteile den Teig in der Pfanne und backe so gleichmäßig von beiden Seiten meine Crepe. Die brauchen so circa 2 Minuten je Seite. Wir servieren sie gerne mit Chia-Marmelade. So sieht bei uns ein typisches Frühstück am Wochenende aus. Das ist für uns der perfekte Start in den Tag. Ihr könnt alle Rezepte auch gut miteinander kombinieren. Die Chia-Marmelade könnt ihr gut auch mit anderen Früchten zubereiten. Und wenn ihr bei den Dinkelkrebs das Ahornsirup weglasst, könnt ihr die Krebs auch super herzhaft füllen. Alle Rezepte zum Nachlesen habe ich euch verlinkt unten in der Infobox. Ihr findet die Rezepte auch in meinem Kochbuch Eat Good Vegan Food. Schaut mal vorbei, das Kochbuch gibt es überall, wo es Bücher gibt. Liebt ihr Rezeptvideos wie diese? Dann gebt mir einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, so sehen wir uns schon im nächsten Video. Tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Mrs. Fleury.